Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal über YouTube sprechen, kurz gesagt. Ich finde, es hat sich sehr schlecht entwickelt. Ihr wisst sicherlich, dass ich für 90 Tage gesperrt wurde, weil ich 3-4 Minuten auf Streife geguckt habe. Ich kann euch die Sachen leider jetzt auch nicht zeigen, weil das Video dann halt auch gestrikt werden würde. Ja, ja. Und zwar haben wir dafür 90 Tage Bann gekriegt. Und der gleiche Fall ist einem größeren YouTuber passiert. Also nicht der gleiche, genau. Aber ja. Der gute Excel95 hat halt. Ich weiß nicht mehr genau. Wir gucken uns das Video mal an. Das wird jetzt so eine Art Reaction. Und danach laber ich noch ein bisschen was. So. Also, fangen wir an. Mahlzeit, Freunde. Hier ist wieder euer Excel. Und das letzte Video ist jetzt schon, keine Ahnung, eine Woche her. Das hatte folgende Gründe. Ich war ja bei Julian Bam. Hab da ein bisschen mitgedreht für das Video, das am Sonntag kommt. Und da war ich in Aachen. 2 Tage lang. Und ja, davor war ich den Tag bei Kool Savas, weil der war ja live auf Twitch. Und da habe ich auch nichts gemacht. Und gestern, nee, vorgestern, Abend gucke ich so auf mein Handy, kriege ich eine Nachricht von Wallace. Steht da, schreibt er mir so, ey, du hast einen Strike. Ja? Du hast einen Strike bekommen. Gucke ich so auf mein Handy. Wegen dem Müllermilch-Video, das 4 Monate online war und 1 Million Aufrufe hatte. Um da kurz einzuhaken. Ich hatte ja einen Livestream gemacht. Das war ursprünglich, ich glaube, 24 Stunden Livestream geplant. Da ist das Ganze bei mir ja passiert. Ich habe jetzt keinen Strike dafür gekriegt, aber halt 90 Tage Livestreaming-Bann. Ich weiß nicht genau. Ich meine, ich habe keinen Strike gekriegt. Ja, nur um das mal kurz zu erklären, so. Also hat Excel sozusagen die härtere Ausführung gekriegt, weil bei 3 Strikes ist der YouTube-Kanal halt weg. Und Strikes verliert man auch nicht wieder. Die bleiben der ganze weitere Kanalgeschichte über quasi. Ja, gucken wir weiter. Oh, der Rollladen ist oben. Auf jeden Fall. Dieses Müllermilch-Video, das hatte 1 Million Aufrufe und war 4 Monate online. Nach 4 Monaten hat jemand gedacht, hey, striken wir das einfach mal weg. Ja, meine Frau hat mich verlassen. Ja, mein Penis ist klein. Schulden bei der Bank. Oh, ich kann das ja alles in meinem Job auslassen. Die ganze negative Scheiße. Oh, da hat jemand was hochgeladen. Der Fettsack, ja, der wird jetzt, ne? Ja, so nicht, Freunde. So nicht. Ach, nee. Also, wie kann man denn ein Video, jetzt überlegt euch doch mal, wie absurd das ist. Ein Video, in dem ich 6 Müllermilch trinke, wird gestrikt, ja, und Leute, die irgendwie Bombenpranks machen in der Fußgängerzone, das ist in Ordnung, das ist ja ein Prank, so, das ist ja, eine Food-Challenge ist ja ganz arg schlimm, vor allem, wenn es um 6 Müllermilch geht. Ja. Das ist halt auch wieder so eine Sache, auf YouTube passieren so viele schlimme Sachen, das juckt niemanden, aber auch niemanden. Aber wenn in Excels Fall beispielsweise jemand eine Food Challenge macht, wer am schnellsten 6 Müllermilch exen kann, oder in meinem Fall, ich möchte das jetzt nicht schlecht gut reden, es war ein Fehler, ich sehe es ein, aber 90 Tage Bann sind zu viel. 2 Wochen wären eine genügende Strafe gewesen, hätte ich das nicht wieder gemacht. So, ja, wie er schon erzählt, es gibt Bombenpranks auf YouTube. Es gibt, ich weiß nicht, ob er das schon erzählt hat, das ist eine kleine Anspielung sozusagen. Es gibt Videos, wo halbnackte Frauen halt auf der Straße tanzen zu einem bestimmten Lied mit einem Pizzaboten an der Leine. Jetzt wisst ihr alle, was gemeint ist. Da wird weder Altersbeschränkung reingemacht und nicht mal irgendwie. Ja, das bleibt online und wenn dann jemand kommt, wie ich, ja, hier, zack,
zwei, drei Minuten auf Streife im Stream geguckt, zack, 90 Tage Livestream-Bann. Da denke ich mir auch nur so, wie, warum? Ist das jetzt provozieren so oder was? Und ja, gucken wir weiter. Halbnackt auf einer Straße. Ja, jetzt erzählt er das. Zu einem obszönen Musikvideo. Das ist natürlich nicht ab 18 gestellt und das wird auch nicht gesperrt. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das nicht geil ist. So, ich gucke gerne Frauen an, die fast nackt sind. Ja, auf gar keinen Fall will ich das irgendwie jetzt schlecht reden. Ich verstehe halt nur nicht, welcher Mitarbeiter in diesem Büro sitzt und sich denkt, okay, ich habe jetzt Mittagspause. Also in Excels Fall ist das jetzt natürlich noch was anderes, weil ich habe natürlich, ich sag mal, gegen die Richtlinie verstoßen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der beste Ausdruck dafür ist, aber ich habe gegen die Richtlinie von YouTube verstoßen, das sehe ich ein. Aber die Strafe ist ungerechtfertigt. Bei ihm ist das natürlich wirklich so, hab jetzt Langeweile, welches Video strike ich jetzt ungefähr? So kommt das da halt rüber, weil, da ist ja wirklich nichts bei, nichts. Von daher, ja, weiß ich auch nicht. Und, ja, ich habe halt sozusagen eine Straftat auf YouTube begangen. Excel allerdings nicht, weil, ja, gucken wir weiter. Ich mache das jetzt aus Privatvergnügen. Wen könnte man wegstriken? Wen? Ah, der Excel. Das Müllermilch-Video. Oho. Also, sorry, aber das ist so ein Schrott. Ich kann jetzt 3 Monate nicht streamen. Ja, ich darf auch nicht auf einem anderen YouTube-Kanal streamen, weil das jetzt bei YouTube neu ist. Da ist jetzt eine Klausel, wenn ich die Streamsperre umgehe, dann wird mein Hauptkanal auch gesperrt. Ja, das heißt, ich kann jetzt 3 Monate gar nicht streamen. Und Leute, wenn das jetzt jemand... Oh, was ist das denn hier? Ist das ein Pickel? Ich habe gleich noch ein Date, weißt du? Interessiert niemanden. Ich gehe jetzt gleich nochmal duschen. Das ist besser. Vielleicht ein bisschen rasieren. Ja. Auf jeden Fall, Freunde, wenn irgendeiner von euch jemanden kennt, der mir helfen kann, ja? Oder Newstime, wenn du das hier siehst. Oder Christoph Grachten. Oder egal wer, ja? Selbst wenn das, weiß ich, ist mir scheißegal, ja? Wenn das hier irgendjemand sieht... Bitte helft mir. Ich habe schon alles versucht. Ich habe eine Nachricht geschrieben, ich habe eine E-Mail geschrieben. Mir antwortet keiner von denen. Das ist auch die Sache. Ich habe eine Art Formular ausgefüllt, womit man Widerspruch einlegen kann gegen diesen Livestream-Bann. Also er hat jetzt erzählt, er wurde auch 90 Tage Livestream gebannt, sozusagen ohne Grund. Das ist halt schon dreist. Ich meine, wie gesagt, ich habe eine Strafe, ich stehe dazu auch. So ist das nicht, aber 90 Tage Livestream-Bann, das ist ein Vierteljahr. Das sind, ja, wie er sagt, das sind 3 Monate. Bei Excel ist das jetzt auch noch so, er lebt davon, er hat kein anderes Einkommen, beziehungsweise halt, sag mal schnell, Werbeeinnahmen natürlich. Ja, ansonsten lebt er halt von Livestream und Werbeeinnahmen, weil er halt reiner YouTuber ist. So, und... Ja, weiß ich auch nicht. Kann man nicht so sagen. Ich habe jetzt dieses Formular vor fast einem Monat abgeschickt. Kommt allerdings nichts zurück. Und eigentlich wollte ich auch mit irgendeiner Person von YouTube persönlich schreiben. Weil halt meine Situation erklären. Ja, hier erstmal Livestream, blablabla. Kann man die Strafe nicht vermindern, so. Ja, aber so weiß ich auch nicht. Man kriegt halt keinen mehr von YouTube. Das sind alles so Formulare, die man ausfüllen soll, muss, whatever. Das finde ich nicht gut, weil man sollte irgendeiner Person das seine Situation erklären können. Und halt auch in Excels Fall ist das halt scheiße einfach. Ich weiß nicht, ich komme mir einfach vor, als würde ich gegen eine Wand reden. Ich kann nichts machen, ich komme mir so hilflos vor. Ja, ja, ich weiß, was er meint. 3 Monate lang darf ich nicht auf YouTube streamen. Egal, ob das auf dem Kanal ist oder ob das auf einem anderen Kanal ist, ich habe Streamverbot. Ihr müsst euch das vorstellen. Meine Existenz, die ist gefickt. Ja, ich lebe von dem, was ich mache. Ich lebe davon. Ich habe das Glück zu sagen, ich bin selbstständig und mache das, was mir Spaß macht. Aber wenn ich das nicht mehr machen kann, was mir Spaß macht, wie soll ich dann leben? Meine Werbeeinnahmen sind jetzt auch nicht prickelnd. Ja, weil ich halt werbeunfreundlich bin. Ja, eben. Ja. 3 Monate habe ich so gut wie keine Einnahmen.
Ja. Das ist meine Existenz und das hier ist der Prügel von YouTube. Ja. Ja. Also, du komplett, ja, rein da, ja. Einfach, ja, ja. Das, wie gesagt, wenn irgendeiner das sieht, der mir helfen kann. Oh, was ist das denn? Fettige Haare, 95. Nee, wenn mir irgendeiner helfen kann, bitte, helft mir. Ja, bitte, helft mir doch einfach. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Das Müllermilch-Video, da habe ich niemanden, da habe ich niemanden beleidigt, da habe ich nicht meine Titten gezeigt, da habe ich nichts gemacht, ja. Ich habe einfach nur ein bisschen gerülpst, hab Müllermilch getrunken. Was ist denn das? Was ist denn das bitte? Ja. Auf jeden Fall, ich wollte es einfach nur wissen lassen, ja, und vielleicht kann mir doch jemand helfen, weil meine Existenz doch ganz schön gefickt wurde. Was ist mit der Auflösung los? Mach mal jetzt hier Grafik hoch, ich nehme auf. Ich würde das jetzt nicht Danke. Als Beleidigung interpretieren, das ist einfach nur ein obszönes Wort. Ja, dafür kann man mir höchstens die Monetarisierung nehmen, aber auf den einen, auf das eine Video ohne Monetarisierung kommt es auch nicht mehr an. Ja. In diesem Fall, danke Freunde. Und ja, da gibt's halt ab jetzt jeden Tag Videos, ganz einfach, da wird jetzt jeden Tag Essen bestellt. Dann gibt's jeden Tag Live-Hacks, ja. Zum Beispiel, how to, deine Klamotten im Waschbecken waschen, weil ich mache das auch so. Ich habe keine Waschmaschine seit 2 Monaten. Ich wasche meine Wäsche im Waschbecken. Kann ich euch auch zeigen, wie das geht. Ja, oder how to, rhythmisches Duschen. Ja, das kann ich auch machen. Dann wird halt jetzt jeden Tag ein Video rausgeballert. Ist mir scheißegal. So, Freunde, ich küsse eure Intimbereiche. Ja, nee. Bitte teilt das Video. Ist Lass mir, mal. Bitte helft mir, ja. Wenn das irgendeiner sieht, der mir helfen kann, bitte. Das ist ein Aufruf. Das ist ein Aufruf an gesamt YouTube Deutschland. Ja, reißt euch mal am Riemen. Macht mal kein Auge. Helft mal euren Kollegen. Ja. Ja? Scheißegal, ob das eine Bibi ist, die das hier gerade sieht, oder ob das Julienko ist oder sonst wer. Ja. An dieser Stelle beende ich das Video von Axel, und zwar ist es halt, ich kann mich damit vollkommen identifizieren, also falls du es tatsächlich sehen solltest, Axel, was ich jetzt nicht schätze, aber falls du das sehen solltest, sorry, dass ich dein Filmmaterial benutze, ich konnte mich damit halt nur richtig identifizieren, weil, weiß nicht, ich habe jetzt auch nichts meiner Meinung nach richtig Schlimmes gemacht und wurde dafür halt, ja, wie er schon gesagt hat, hier Existenz und YouTube, wie er das eben schon sehr gut vorgemacht hat. So sehe ich das halt auch, weil das kann nicht sein, so, weil, keine Ahnung, ich warte jetzt seit einem Monat auf eine gottverdammte Antwort, aber es kommt ja nichts von YouTube. Und das ist halt das. Und das war das Video, wie gesagt, da konnte ich mich halt voll mit identifizieren. Ich hatte sowieso schon vor, sowas zu machen, von daher. Habe ich jetzt die Chance daran gesehen. Und ja, tatsächlich gucken wir mal. Das hier ist jetzt Instagram. In Excel Story. Der hat tatsächlich. Ja. Gucken wir mal. Freunde, der Strike ist weg. Zack. Hallo Axel95, vielen Dank, dass du deine Videobeschwerde bei YouTube eingereicht hast. Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass deine Video nicht gegen die Community-Richtlinien verstößt. Dein Video wurde wieder eingestellt und es liegt für dein Konto kein Verstoß vor. Viele Grüße, das YouTube-Team. So eine E-Mail würde ich mir wünschen. Das war schon das, was ich zeigen wollte. Ja, das ist halt das, was ich mir wünschen würde. Dass YouTube einmal entgegenkommt. Dass ich halt sagen kann, yo, hier, ich bin mir schon schuldbewusst. Wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich sehe es auch so, ich sehe da kein Problem drin, dafür bestraft zu werden, weil Fehler müssen bestraft werden, das ist so. Aber dass es so ist, das ist keine Lösung. Wenn man jetzt, ich habe jetzt einen Monat rum ungefähr, ich glaube am 17.11. war das, wenn ich das richtig weiß, vor 5 Tagen und einem Monat also, mit dem Livestream, war halt einfach scheiße.
Und weiß ich auch nicht. Es wäre halt geil, wenn YouTube da so entgegenkommen würde. Und man halt ein bisschen irgendwie mit den Kontakt aufnehmen könnte. Und ja, in Excels Fall hat sich das Zeug jetzt ja gelöst und er hat eine Antwort gekriegt, blablabla. Excel hat halt leider auch eine größere Reichweite als ich. Ja, ich schätze jetzt nicht, dass so ein Herr Newstime über mich hier ein Video machen wird. Und vor allem nicht, weil ich halt, wie gesagt, einen Fehler gemacht habe. Ja. Aber das ist halt, nee, das ist so keine Lösung. Und dann auch mit dem Abo-Box-Bug im Moment, das ist auch ganz, ganz schlimm. Oh, aha, der gute Waldrudel spielt LS19. Ja, weil im Moment ist YouTube halt, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich im Arsch. Weil, ja, Abo-Box-Bug, dies, das, dann solche Bans wie bei Excel, das weiß ich auch nicht. Das ist halt einfach, und, man liest sich da durch, ja, was kann ich dagegen machen, hier Livestream-Sperre aufzuheben, in dem Fall von dem guten Waldrudel und mir, alles durchgelesen, alles ausgefüllt, alles abgeschickt, es ist bis heute nichts zurückgekommen, ey. Ein Drittel unserer Zeit ist jetzt schon abgelaufen. Und, dafür, dass wir am Release-Tag von LS19 halt, Livestream machen wollten, ist halt scheiße. Und dass YouTube sowas nicht auf die Kette kriegt, uns mal eben eine Antwort zu schicken. Ich schätze, so viele Beschwerden werden da jetzt auch nicht eingehen, weil wir wirklich in den Tiefen von YouTube gewüstet haben. Ich habe hier mehrere Stunden dran gesessen, um halt YouTube, um da irgendwie irgendeine Lösung herauszufinden. Aber es ist halt einfach nichts gekommen, beziehungsweise ich habe halt alles getan damit, irgendwie. Keine Ahnung, letztendlich habe ich ja so einen Antrag ausgefüllt, habe ich ja schon mal erzählt. Ist bis heute keine Antwort gekommen. Und das finde ich halt einfach schade, weil YouTube ist so eine geile Plattform, auch zum Streamen. Ich hatte es gerade für mich entdeckt, erster Livestream, oh, mega geil so. Höchstzeit 14 Zuschauer, glaube ich, oder sogar 17. War mega geil, hat total Spaß gemacht. Übrigens habe ich jetzt 49 Abonnenten. Und der gute Waldrudel hat 57, das wäre geil, wenn wir den überholen könnten. Danke für den Support. Kommen wir wieder zurück zur Sache. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, es ist halt einfach Mist mit YouTube im Moment, auf gut Deutsch gesagt. Es geht so nicht. Ich, auch in dem Fall von Excel95, die können doch nicht irgendwen einfach random sperren, nach 4 Monaten. Und ja, um halt wieder auf den Punkt vom Anfang zurückzukommen, es sind so viele Sachen auf YouTube, die da nicht hingehören oder die halt auch gegen Richtlinien verstoßen, blablabla. Könnte man melden, natürlich. Das ist gar nicht die Frage und melden funktioniert bei YouTube eigentlich auch gut. Das, was ich damit sagen will, ist, dass das Filtersystem von denen halt, so wie bei mir halt, den Livestream zack aus, aber wenn dann, ja, wie hier das Musikvideo mit dem Pizzaboten an der Leine, dass sowas nicht mal Altersbeschränkung kriegt. Das ist halt echt albern. Also bei mir hier erstmal 90 Tage Bann, Livestream-Bann reinschieben und komplett kaputt machen, wie Excel erzählt hat. Ja, und bei sowas, auch Alterssperre brauchen wir ja eigentlich nicht. Das wird voll überbewertet hier. Das ist halt einfach Mist, weil die sollten hier mal ein paar YouTuber unterstützen, weil, ja, weiß ich auch nicht, das ist halt einfach, im Moment ist das zum Kotzen mit YouTube auf gut Deutsch. Ich kenne ganz, ganz viele Streamer, ich gucke auch viele kleinere YouTuber, die jetzt einfach auf Twitch umgestiegen sind, weil die auf den ganzen Mist mit YouTube keinen Bock mehr haben. Immer hier, auch das sperren wir mal eben, bannen wir mal eben, zack, raus. Dann teilweise über Excel ohne Grund und wichtigste Einnahmequelle, zack, weg mal eben so. Das geht nicht, das kann man sich halt so große Plattformen nicht mehr erlauben. Ja, finde ich einfach frech, ja, kann man nichts zu sagen, wie gesagt, finde ich einfach frech und weiß ich auch nicht, könnte mich auch den ganzen Tag drüber aufregen, dass so eine große Plattform mit so vielen Mitarbeitern das nicht geschissen kriegt, in einem Monat hier einem kleinen YouTuber mit einem Widerleg, sage ich jetzt mal, mir fällt das andere Wort gerade nicht ein, mit so einem Widerleg halt, mal eben anzuworten.
war das Gutes, war das Deutsch, anzuworten, zu antworten, ja, anzuworten, ah ja, ja, ist halt einfach, dass sie sowas nicht auf die Kette kriegen, ist halt schon traurig, deswegen, ich meine, Videos machen macht mir Spaß, aber Livestream halt noch mehr und, weiß ich nicht, auf Twitch kann man auch gut Reichweite kriegen, aber auf YouTube wäre halt auch geil, so, ja, ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Aber mit YouTube kann das im Moment nicht so weitergehen. Ich meine, was, ja, wie gesagt, was hier alles abgeht im Moment, es ist, weiß ich nicht, das kann man sich als so große Plattform einfach nicht mehr erlauben. Und dann auch solche übertrieben krassen Strafen, wie bei dem Waldrudel und mir, mit 90 Tagen Livestream-Bann. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht oder was? Da tanzen nackte Frauen auf der Straße in einem Musikvideo, was nicht mal ab 18 gesperrt ist. Und hier sind zwei kleine YouTuber, die 12 Stunden Livestream machen. Strikt ihr weg, beziehungsweise, wie gesagt, ich glaube, ich habe keinen Strike. Aber beendet ihr den Livestream und Livestream bannt ihr einfach, weil 2-3 Monate halt jetzt habe ich total den Faden verloren. Ja, genau, weil die halt 2-3 Minuten auf Streife geguckt haben. Das geht nicht. Das ist moralisch einfach nicht vertretbar als so große Plattform. Das weiß ich nicht. Ich kann auch nicht verstehen, wie man da als Mensch hinterstehen kann, sowas zu machen einfach. Und weiß ich auch nicht, ob die nicht mal eben eine Antwort zurückschicken können. Das ist halt einfach traurig. Ja. Wie gesagt, eine Strafe brauche ich. Ich habe was verbrochen. Ich sehe das alles ein. Aber keine 90 Tage Livestream-Bann. Man kann es auch echt übertreiben. Also, weiß ich auch nicht. Ja, das hier war jetzt ein reines Laber-Video einfach. Ich habe jetzt hier mal einfach Freischnauze geredet und teilweise sind auch ein paar nicht so gute Begriffe rausgekommen. Ist mir scheißegal. Wie gesagt, ist halt einfach Mist im Moment mit YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Das nächste Video kommt, wann ich Bock habe, wie das im Moment so ist. Bis dahin, Leute, haut rein, vergesst nicht zu supporten. Lasst uns, ein Abonnent fehlt jetzt halt noch 10,50. Ich habe kein 50 Abonnenten-Special geplant. Aber mal gucken. Ja, ob ich dann bis Weihnachten oder so. Weihnachten sind 2 Tage, Hannes. Aber ich kann bei Silvester oder so dann durchgehend Videos raushauen. Das heißt 1-2 pro Tag. Wäre machbar, weil ich jetzt Ferien habe. Aber ja, das Video soll vollkommen YouTube gewidmet sein. Also weiß ich auch nicht. Das ist einfach Mist im Moment. Das weiß ich nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich auf Twitch wechsle. Weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es macht halt keinen Spaß mehr. Ich meine, YouTube-Videos hochladen macht mit verdammt Spaß. Mein Kanal ist noch nicht alt. Ich habe das gerade alles so für mich entdeckt, habe mich da ein bisschen reingefuchst, auch mit dem Livestreaming. Aber es klappt halt einfach nicht. Und das ist einfach so traurig, dass man sich als YouTuber halt auf eine so große Plattform nicht verlassen kann. Das ist wirklich traurig. Boah, das Video ist richtig, richtig lang geworden. Naja, Leute, wie gesagt, vergesst nicht zu supporten. Haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Hammati, tschüssi.